Das ist der einzige Ort in vieler Hinsicht, der dazu geschaffen ist, ein neues Volk zu formieren. Hier ist die Natur in Reinform erhalten und sauber. Hier gibt es genug Raum für Menschen, die gewillt sind, eine neue Welt aufzubauen. Der hier spricht, ist der selbsternannte Messias Sibiriens. Hier in der Wildnis gründete er die Religionsgemeinschaft Kirche des Letzten Testaments. Von überall kommen sie hierher, in den Süden Sibiriens, kurz vor der mongolischen Grenze. Getrieben von der Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und Harmonie. Gerufen hat sie ihr Lehrer und Meister Sergei Turop, der sich Vissarion nennt.